Yen? 1000 Yen. Hey guys, it's Anne and today we are at Design Festa and it's like a art convention almost. Yeah. Like people who are artists and designers come and sell their handmade stuff here. Yeah, also a little bit like real life Etsy kind of. Really looking forward to buy all the cute stuff and yeah, let's go. Also insgesamt sind das 4 Hallen und es ist einfach so viel zu sehen, so viele Menschen, so viele Stände, so viele Künstler. Ich habe es ja noch nicht gekauft, weil ich mich erstmal einmal halbwegs komplett umschauen möchte, bevor ich dann was kaufe. Aber ich habe schon sehr vieles gesehen, was ich kaufen möchte. Aber wir gehen jetzt gleich erstmal Mittagessen und dann hoffe ich, dass ich mich danach ein bisschen besser entscheiden kann. Oyakodon, sehr, sehr nice. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Riesenportion aufessen kann. Auf dem Designfest da waren, machen wir uns jetzt auf den Weg nach Hause. Ich habe nicht alles gesehen, würde ich sagen. Vielleicht so 90%, aber schon. Und ich bin jetzt auch ziemlich geschafft, habe aber auch einiges gekauft, würde ich sagen. Es waren noch sehr viele Künstler dort, die echt coole Designs hatten. Das Problem war nur, dass es halt meistens dann Postkarten und Anstecker gab. Aber man braucht halt nicht 20.000 Postkarten und Anstecker. Deswegen war es dann so, dass man halt auch nicht von jedem Künstler, den ich halt am Ende cool fand, was kaufen konnte. Was ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, wären sowas wie Taschen oder Portemonnaies gewesen. Aber ansonsten gab es halt auch echt viel anderen Krams noch, halt auch sehr viel Steampunk-Zeugs und nicht nur so in die niedliche Richtung. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Da kann man gerne mal vorbeischauen. Das ist zweimal im Jahr, einmal im Winter und einmal im Sommer. Ich habe jetzt all mein Zeug, was ich eingekauft habe, in meine Unterkunft gebracht und treffe mich jetzt nochmal mit Duck, meinem Kumpel von gestern, und dann noch einem japanischen Freund, der bald nach Deutschland geht. Wer sehen möchte, was ich mir heute alles beim Designfeste gekauft habe, da werde ich ein kleines Extra-Video machen, was ich dann als nicht gelistetes Video verlinke. Das heißt, das könnt ihr dann nur über einen bestimmten Link sehen. Und diesen Link werde ich einfach mal in die Videobeschreibung unten packen und dann könnt ihr euch das anschauen. Und ja, wir gehen jetzt zum Karaoke. Ich habe jetzt gerade die Teriyaki gegessen und ich muss sagen, die waren sehr, sehr lecker. Also das heißt, an der Yoyogi Station am Westausgang, der Teriyaki-Stand schräg gegenüber, ist eine Empfehlung von mir. Schinkensalatpizza. Und zum Größenvergleich, damit ihr seht, wie klein die ist, 1 €. We are the crew. We are.
Matcha Latte. Ne? So, wir waren jetzt zwei Stunden beim Karaoke. Deutsche Gova, Jose Disney. Ja, wir waren jetzt 2 Stunden beim Karaoke. Und zwar hat es halt pro Stunde, weil heute Samstag ist, 410 Yen gekostet. Das heißt, pro halbe Stunde. Blödsinn, jetzt hätte ich pro halbe Stunde 410 Yen gekostet. Das heißt, insgesamt haben wir pro Person 1640 Yen bezahlt für 2 Stunden. Das war ganz okay. Und Drinks waren inklusive. Ja, genau. Alkoholfreie Drinks waren inklusive. Und wir gehen jetzt nochmal zum Golden Guy. Ja, da freut sich jemand. Golden Guy ist mehr oder weniger eine Straße mit ganz vielen Bars und Kneipen in Shinjuku. Ich war da selbst noch nicht, deswegen mal schauen. Mal schauen, wir gucken uns das erstmal an. Golden Guy hört sich immer voll glamourös an, aber so sieht das Schild aus. Mega glamourös. Wir sind jetzt in Golden Guy angekommen, sind hier ein bisschen durch die Gegend gelaufen und unterm Strich muss ich sagen, sind halt relativ standardmäßige Bars, halt wie man sie auch in Europa kennt, nichts Besonderes. Auf jeden Fall eine gute Gegend, wenn man wirklich einen Barabend machen will, aber nichts, sag ich mal, traditionell Japanisches, schon ziemlich auf Touristen ausgelegt, würde ich sagen. Die Bars sind alle so klein, wenn man mit mehr als 5 oder 6 Leuten unterwegs ist, wird es, glaube ich, schwierig, überhaupt eine Bar zu finden, wo man reinpassen würde, selbst wenn alles frei ist. Wahrscheinlich auch überteuert, weiß ich nicht. Wir sind jetzt halt in keine Bar reingegangen. Aber ich denke mal, damit werde ich das Video für heute beenden, weil ich dann nachher einfach nur noch nach Hause gehe. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Aber nicht so wirklich richtige andere Dinge, sage ich mal. Also es waren viele coole Künstler da, aber ich brauche halt nicht 20.000 Anstecker.